Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige euch heute alle speziellen Boni für alle Helden hier in Doom and Destiny. Der erste ist für Johnny, normal von der Geschichte her. Dieser ist in einem Turm, wo ihr jedes Stockwerk gegen irgendwas ankämpfen müsst. Und die Boni davon, von dem Ring, ist ziemlich gut. Ne? Also Boni sind halt Ringe hier dargestellt. Dann ist die nächste Boni für Mike. Da müsst ihr auf eine Insel. Und dann seht ihr erstmal, müsst ihr erstmal Kugeln finden, Spaghetti-Kugeln. Und die geschickt anordnen. Das sage ich natürlich nicht, wie das geht. Und dann entsteht ein Weg. Ne? Und ihr müsst halt nur auf das andere Ufer, sag ich mal. Und ja, das ist ganz witzig. Und wenn ihr dann angelangt seid, seht ihr, müsst ihr in ein Labyrinth euch durchkämpfen. Es gibt Kisten, die ihr mit Piratenschlüssel aufmachen könnt. Wenn ihr dann endlich mal angelangt seid, also das Labyrinth geht relativ lang, aber es ist machbar. Dann ist erstmal ein Bosskampf. Und danach, ich habe natürlich schon alles durchgespielt und dann seht ihr hier die Boni, die ist auch ganz gut. Mal 4, das ist gut. Und ich habe ja noch nicht mal die Kisten aufgemacht. Merke ich erst relativ spät. Dann hier für Francis. Das ist hier auf dieser großen Insel. Da kommt ihr relativ mittig von der Story hin. Nachdem ihr durch den Wald gegangen seid, seht ihr dann einen Tempel. Und merkt ihr erstmal, nur einer kann rein. Ja? Und wenn ihr dann drinnen seid, laufen ganz viele Leute rum. Das ist richtig komisch. Und sobald ihr euch berühren, müsst ihr gegen die kämpfen. Aber die sind relativ easy, also ich hatte keine Probleme mit denen. Und dann, wenn ihr es dann mal wieder geschafft habt, ja, das ist ziemlich ätzend, aber na gut, geht. Dann, genau, ohne dauernd überfallen zu werden, so wie es bei mir jetzt gerade ist. Ja. Ja, es war ein bisschen fällig, aber ja gut. Also, wie gesagt, es geht am besten auf Geschicklichkeit oder auf Schnelligkeit. Das ist ziemlich gut. Und ja, noch die letzten paar Kämpfe. Ich habe natürlich schon alles durchgespielt nochmal. Aber jetzt nochmal, genau. Juhu, aua, das tat weh. Ja, also ihr dürft nicht auf die Stacheldraht-Dinger da. Dann die Boni, die ist auch gut, also holt sie euch am besten alle. Und danach könnt ihr wieder zu euren Freunden. Also, als letztes ist es hier für Nigel. Ich kann den Namen nicht aussprechen, der ist auf einer Schneeinsel. Und es ist eine Spirale und unter der Erde eigentlich und auch extrem also ich hatte nach anderthalb Stunden immer noch nicht alles durchforstet. Ich bin jetzt natürlich nur zum Ende gegangen, um euch das zu zeigen. Und genau, dann ja, wenn ihr dann da seid, genau, seht ihr hier die Boni. Und ja, dann wäre hier eigentlich ein Boss. Der ist ganz witzig. Und, genau. Jetzt geht's hier so langsam weit runter. Weit runter, ganz weit. Und, genau. Dann seid ihr in der Halle, könnt reinlaufen und seht, wie die Boni, die Ring, das den Ring für Nigel. Genau. Also nicht fragen, ich. Also holt ihr auf euch auf alle Fälle. Es steht, ihr müsst nicht alle nacheinander machen, wie ich sie gemacht habe. Also, naja. Ich glaube, für Francis ist es fast am schwierigsten. Aber auch Nigel. Also, das sind ja immer so Leibwächter, so. Genau. Ich bin jetzt nur gerade nur im Inventar und
Hoffe, es hat euch gefallen. Es war mal etwas aufwendiger. Aber ist ja egal. Genau.